Im ersten Teil dieser Serie hatte ich meine selbstentwickelte Multifräsbrücke vorgestellt. Für die Steuerung des Fräsmotors kam ein universelles Steuergerät zum Einsatz. In der Praxis zeigten sich dann aber doch einige Nachteile, die so ein kabelgebundenes und nur sehr eingeschränkt programmierbares Steuergerät mit sich bringt. Ich habe daraufhin ein eigenes Steuergerät entwickelt, welches auf die Erfordernisse im Klavierbau, beispielsweise zum Ausfräsen verschlissener Tastengarnierungen, abgestimmt ist. Das Bedienteil arbeitet kabellos und überträgt die Steuerbefehle über ein 433 MHz Funknetz an das Empfangsmodul, welches den Schrittmotor ansteuert. Über ein großes Handrad kann der Maschinenträger sehr feinfühlig und präzise in Zehntel-Millimeter-Schritten bewegt werden. Vier Taster können frei programmiert werden, beispielsweise zum schnellen Verfahren nach links oder rechts. Auch habe ich eine Möglichkeit ausgearbeitet, die Tasten nur einmal winklig einspannen zu müssen. Diese können dann einfach im Ganzen umgedreht werden, um die Unterseiten der Tasten zu bearbeiten. Das spart noch mehr Zeit. Das Handrad verfügt über 100 Rastungen pro Umdrehung. Der untere rechte Taster hat die Funktion, den Fräsmotor um eine definierte Strecke nach links und bei einem weiteren Druck wieder nach rechts zu fahren. Auf diese Art kann die Breite der Ausfräsung vorher genau festgelegt werden. Bei dieser Klaviatur von einem Steinway D-Flügel aus dem Jahr 1887 kommt man mit der Standardfräsung von 5 mm nicht hin. Die Vorderdruckstifte und auch die Waagebalkenstifte sind im Durchmesser größer als der Standard. Zudem sind die Garnierungen in das Tastenholz eingelassen, müssen also sauber ausgefräst werden. Hier eignet sich ein dünnerer Fräser von 3 mm Durchmesser besser. Um nun eine Fräsung von 5,4 mm Breite zu erreichen, benötigt man bei einem Fräserdurchmesser von 3 mm einen Verfahrweg von 2,4 mm. Dies wird vorab im Menü genau eingestellt. Man ist nun in der Lage, Fräsungen beliebiger Breite je nach Erfordernissen durchzuführen und benötigt eigentlich nur noch einen einzigen Fräser. Ich verwende für diese Arbeiten gerne einen sogenannten Downcut-Spiralnutfräser. Die Späne werden mit ziehendem Schnitt nach unten abgeschnitten und hinterlassen sehr saubere Kanten. Die Vorderstiftgarnierungen werden in zwei Schritten eingeleimt, mit speziellen Klötzchen verpresst und der Filz bündig abgeschnitten, damit es wieder so ist wie im Original. Bevor ich später noch genauer auf die Anwendung im Klavierbau eingehe, folgen jetzt zunächst einige technische Details zur Entwicklung vom Sende- und Empfangsmodul. Zu Beginn wird die Schaltung erst einmal auf einem Steckbrett aufgebaut und getestet. Als Mikrocontroller kommt ein Arduino Nano zum Einsatz. Den Programmcode für den Sender als auch für den Empfänger habe ich in der Sprache C++ geschrieben, die im Bereich Mikrocontrolling sehr verbreitet ist. In Fusion 360 wird das Gehäuse und die Platzierung der Bauteile wie Display, Handrad und Taster millimetergenau geplant. Auch die Größe der Hauptplatine und die Einbauposition des Akkugehäuses mit Ein-Ausschalter werden genau festgelegt. Der Mikrocontroller auf der Hauptplatine verfügt über einen USB-Anschluss, über den man gegebenenfalls Firmware-Updates aufspielen kann. Beim Display handelt es sich um ein zweizeiliges LCD-Display mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Der verbaute Akku verfügt über 1300 mAh und hält locker einen ganzen Arbeitstag durch. Er lässt sich per USB-C-Kabel in kurzer Zeit wieder aufladen. Die Zeichnungsableitung ist dank Fusion 360 auch auf dem iPad verfügbar. Mit einem Kreisschneider wird die große Bohrung für das Handrad in den Deckel des Sendergehäuses geschnitten. Das Universalgehäuse besteht aus ABS-Kunststoff und lässt sich hervorragend bohren, fräsen oder anderweitig bearbeiten. Hier beim Bohren der Löcher für die Taster. Der rechteckige Ausschnitt für das Display wird mit Hilfe des Kreuztisches von Wabeco eingefräst. Und hier jetzt einige Bilder vom Zusammenbau der Module und vom Verlöten der Bauteile auf den Hauptplatinen. Im Empfängergehäuse ist die Platine mit dem Mikrocontroller, dem Funkmodul, dem Spannungswandler und dem Schrittmotortreiber untergebracht. Der Sender kann im Notfall auch mit leerem Akku und angeschlossenem USB-C-Kabel betrieben werden. Die beiden Einheiten kommunizieren jeweils mit einem Funkmodul im 433 MHz Funknetz. Hier wird die Software vom Sender und Empfänger noch einmal angepasst, um den Bedürfnissen in der Praxis gerecht zu werden. Dazu werden die Module mit einem Laptop verbunden, um den Programmcode auf die Mikrocontroller per USB-Kabel zu übertragen. Und jetzt geht's weiter mit der Anwendung der neuen Steuerung. Wenn das Video gefällt, bitte liken, gerne auch den Kanal abonnieren. Auch über Kommentare freue ich mich immer sehr.